Ja, hallo, erstmal wieder herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Terra und heute wollen wir mal die Abenteuer von Horizon weitermachen. Dazu gehören ja dann auch die ganzen anderen Sachen hier. Diese Hauptveranstaltung. Da fangen wir bei Wilds hier. Wollen wir weitermachen. Schmutzige Rennen. Naja, gut. Was soll's, ne? Moment, ich muss gleich diesen. Ja, wenn die Nase juckt und kribbelt, dann ne? Oh, geht das Niesen los. Ja, was wollte ich noch? Achso. Beim Reinkommen hieß es, ich hätte irgendwo ein Geschenk gekriegt. Da hab ich, guck hier vorne gleich, hol dir dein Geschenk ab. Ja, na klar, so. So. Das Auto ist aus dem Schollenfund jetzt auch endlich fertig. Ich habe die Dateien noch mal überprüfen lassen, die Spieldateien. Da haben sie irgendwie einen, ja, einen Fehler gefunden, wie auch immer. Aber was soll's? Was für ein Fehler das ist, weiß ich nicht. Jedenfalls die Maus ist immer noch zu sehen. Soll eigentlich gar nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, ich bin dabei. So. Musik ist aus. Weil beim Video Nummer 19. In 200 Metern links abbiegen. Das war von der Sichtbarkeit sogar in Deutschland gesperrt. Oder fast, ich habe mal geguckt, fast in allen Ländern ist es gesperrt gewesen. Bisschen eigenartig. Naja, was soll's. Deswegen habe ich mir den Streamer-Modus angemacht. In 400 Metern links abbiegen. Aber wenn ich nicht hören, dass ein Spieler beanstandet wird. Ich gehe mal davon aus, wenn Spieler muss, ne, dass da kein Beschwerden kommt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Und beim Spielermodus, da hast du ja ewig immer die gleiche Musik. Du hast dein Ziel erreicht. Bis jetzt. Zu dem Punkt, wo das Video hochkommt, dann wird bestimmt die Preise erhöht. 18 erreicht. Okay. Oh, ich sehe noch. Ich muss mir geschenkt. Ah, da irgendwo hier. Wie steht das da, Mann? Ich hatte von keiner Ahnung. Ist mein erstes Geschenk? Carsten hat ja schon mal gemeint, Geschenke, die kannst du nicht personalisiert irgendwo weiterschicken. Die werden, so wie er meinte, sein. Random. Ähnlich wie ein Schollenfund oder was? Wow, wie großzügig! So ist das wohl bei Horizon, was? Wollen wir ein Dankeschön senden? Könnten wir machen? Das Auto gefällt mir wirklich gut. Danke, danke, du hast mir den Tag versüßt. Danke für das Auto. Ich werde mich gut darum kümmern. Vielen Dank. Viel Spaß damit vom Ali. Ein Buick GSX. Okay. Ja, das machen wir machen. Gesendet, okay. Der wird sich freuen. Wie sagt man doch? Wer die Scheune findet, darf sie behalten. Jemand wollte, dass du diesen Wagen bekommst. So, geschenkt sind. Der Nummer 7. Was schenken wir denn? Geschenkauswahl. Wir können auch eins verschenken. Gut.
Den habe ich gerade neu gekriegt. Ihr seht, was hier noch neu zugekommen ist. Da ich ja ohne Aufzählung ein bisschen hergefahren bin hier. Da versucht die Käfer und die Fressling-Dingsbums da zu machen. Fortschrittsport. Fokus. Ist eigentlich egal, was man macht. So. Ich habe sogar einen LKW gekriegt oder einen LKW gehabt. Habe ich das schon mit, haben die gerade gesehen? Den hier. Könnte man verkaufen. Die Frage ist nun, wer es finden soll. Du wählst die Art von Fahrern aus und ich kümmere mich darum. Wir dürfen aus der Community irgendwie. Willst du eine Nachricht hinterlassen? Wär doch nett. Wir kriegen nie eine. Jetzt wird's knifflig. Willst du deinen Namen draufschreiben oder anonym bleiben? Das werden die Leute sehen, die dein Geschenk finden. Bist du zufrieden damit? Irgendwie viel Spaß mit Cowboy. Geschenk, ja. Und ab damit! Glaub mir, ein bisschen Hilfe reicht hier wirklich weit. Danke. Alles klar. Damit sehen wir auch mal, ne, was wie es funktioniert. Okay, so, jetzt aber zu unserem Abenteuer von Horizon. Da haben wir gesagt, hier im Weiß, ne? Hier ist ein überall. Also hier. Finde eine Raubkatze im mexikanischen Dschungel. Na klar. So, wusch. Okay, ich bereite Ramiro auf eine Expedition zum Dirt-Rennen-Außenposten vor. Verirrt euch nicht. Okay, so. Jetzt mal gucken, wie er mich hin. Hola, mi amigo. Bist du bereit für den Dschungel? Es geht um einen Dirt-Außenposten und eine gewisse große Katze, der ich auf der Spur bin. Ja, gleich. Ich habe da meine Einstellung, meine Fahrhilfen, meine Schwierigkeitsstufen. Habe hier Traktionskontrolle und Stabilitätskontrolle ausgeschaltet. Jo! Und Lenkrad ist auf Simulation. Und glaubt, da war auf Einsteiger gewesen, ne? Weil, bei den anderen Quests hier, warte mal. Hier, bei so, so weit, ne? Da war es nämlich sehr schwer, so mit Standardeinstellungen zu fahren. Ich meine, die sind eh teilweise ganz schön knackig. So, jetzt fahren wir aber zu der Fahrstelle. Wie wir bloß gesagt haben, wie da euch wundert, wenn wir ganz anders fahren. Aber da müssen wir auch dran. Das ist Kontrolle, das ist alles.
aufhalten sind, kann man mehr machen. Das ist dann teilweise schneller und dann geht es alles. 400 Metern rechts abbiegen. Ich hab noch aufpassen. So, jetzt. Die ersten geht ja wieder hier im Bereich. Rechts abbiegen. Da ihr noch nichts gesagt habt, zum von der Fahrersicht, ob ihr so spielen sollt, Innenansicht oder Außenansicht, dann gehe ich bei der Innenansicht. Da gibt es ja auch zwei verschiedene Spiele. Einmal so und einmal ein bisschen nicht mehr, weil da hat er nämlich die Konzerte. So, abkürzen, was da hier ist. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Also, der Antrieb fällt sich das echt gescheit schön. Für mich hier dumm. Ja, wie gesagt, ich habe gestern mal die ganzen Dinger versucht, auf drei Sterne zu kriegen. War sau schwer, habe ich auch nicht geschafft. Ich habe da. Jetzt kommt der Vierkantslied, da verstehst du schon so viel. Aber man kann ja mal wieder ein bisschen. Dann soll der Hilfer mit dem Kuchen auf sich haben. Ja, da war schon wieder mit unserem Karl-Tor. Echt nicht, was ist das hier? Das ist ja auch nicht kaputt. Falsch auch da erschienen. Ja, aber das ist langsam. Also ich finde die Ehe. Ja, wenn das mag. Ich glaube, wenn da was kaputt macht, dann ist er dann auch. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Wenn man nichts mehr zerstört, dann viel kommt um weg. Morgen wird natürlich noch schwer, wenn man das ausgeschaltet hat. Ach, der ist mir zu blöd. Komm, ich mal. Jetzt war bestimmt trifft er sehr schön. Wir dachten, das kann man kann nicht durchheißen, dass man den Typ kaputt machen will. Das war jedes Mal.
Lichter. In 100 Metern links abbiegen. Wir kommen hier. Ja, schau mal an. Klassisches. Das ist nämlich unter dem Wert. Das ist hier. Du hast dein Ziel erreicht. Aha. Zurück. Wo waren die? Ja doch, da. So, auswählen. Dschungel-Expedition. Solo. Ja. Yep. Nein. So. Ja, die Videolängen, die werde ich, glaube ich, wieder auf eine halbe Stunde reduzieren. Die Großkatze von La Selva. Hola, wie geht's? Bist du bereit loszulegen? Rami, du sagtest was von einer großen Katze. Lange Geschichte. Ich bin ihr bis in den Dschungel gefolgt, aber dann waren meine Notizen weg. Ich erklär's dir unterwegs, ja. Folgen wir erstmal meinem Weg. Nach Süden, dann über den Highway und die Hügel. Vámonos! Ich dachte, Großkatzen würden große Straßen meiden. Aber nicht hier lang. Mira, dann fuhr ich Offroad weiter und fand auf dem Weg nach Molejé ein Gefahrenschild. Wow. Bienvenido a Molejé. Meine Tante, Tia Rosa, hat einen Stand auf dem Handwerk gemacht. Sie hat mir zuerst von der großen Katze erzählt. Und mit deiner Hilfe werde ich sie bestimmt finden. Dann fuhr ich über die Brücke und in den Dschungel. Was ist da dran? Warte, Rami. Wo bleibt die lange Geschichte? Pardon, ich erklär's dir. Ich erhielt die Koordinaten der Stelle, wo die große Katze zuletzt gesichtet wurde. Aber das Flugzeug hatte Startprobleme. Ich bekam es kaum vom Boden. Du hast die Fracht abgeworfen? Exakt. Ich habe alles verloren und nicht mal die Katze gesehen. Aber jetzt kannst du mir helfen. Und es liegt auf dem Weg. Por favor. Por favor. Mit der Ansicht hier. Wenn man so fährt, sieht man hier, aber hier ist es. Mein Auto habe ich am anderen Ende der Piste gelassen. Alle meine Sachen, auch die Notizen, sollten in den Flugkoffern sein. Kannst du sie auch finden? Na gut, fahr mal. Oh, ja. Die große Katze ist dein Auto, oder? Schätze, ein Jaguar? Offensichtlich! Sorry, hatte ich das nicht erwähnt? Es ist ein Scheunenfund. Denk dran, mich an meinem Auto abzusetzen, wenn du es gefunden hast. Bien, das sind meine Notizen. Laut Tia Rosa wurde der Jaguar vor 20 Jahren zurückgelassen. Ich habe die grobe Lage auf deiner Karte markiert. Da oben ist eine Kiste, sehe ich gerade. Irgendwann mal so. Er sollte jeden Crash überstehen. Vielleicht nicht, wenn er überfahren wird, aber... Okay. Ich sehe dich nicht aussteigen und ihn holen. Wow. Mal schauen. Gelbe, rote Kisten. Ich
Die hier ist leer. Warum gibt es diesen Flugplatz überhaupt? Obst und Gemüse aus der Region vielleicht? Gesucht. Ah. Okay, so. Was fehlt noch für eine Ramiros Pilotenuniform? Wo kann ich noch? Ich glaube, da piept der nicht. So. Da. So, dass du 100.000 Credits dabei hattest. Bitte, das waren nur ein paar Gewinne aus der Straßenszene. Ja.
anderes Ende der Piste. Ich habe den Wagen im Hangar geparkt. Hangar ist ja schön gut, aber ich suche leider eine Ausrüstung. Also, wenn wir Ersatzteile fürs Flugzeug brauchen, wissen wir, wo wir hin müssen. Ja, stimmt. Bei mir einen Spruch haben wir damals gesehen. Die große Katze in einer weißen Scheune mit brauner Tür gesichtet. Ja, da guck, da ist ja. Große Katze kann nur ein Jaguar sein, würde ich mal behaupten. Mal ganz frech. Endlich! Es ist der XJR-15, Rapido y Raro. Und weit weg von seiner natürlichen Heimat Großbritannien. Wie er wohl hier gelandet ist? Oh, sieht nice aus. Schön. Plattfusserau. Okay, jetzt müssen wir noch weiter suchen. Ne? Jaguar Sport. GR 15. Okay. Kiss. Schubst du einfach die Arme.